Moin ihr Zuckerschnecken! In diesem Video möchte ich kurz mit euch über einen möglichen Wechsel von Luis Suarez zu Juve sprechen. Viel Spaß! Luis Suarez, oder besser gesagt sein Berater, soll den 35-Jährigen bei Juve angeboten haben. Juventus war in Vergangenheit öfter an Luis Suarez interessiert und laut Medienberichten soll der Uruguayer 6 Millionen Euro für einen Einjahresvertrag fordern. Aber ich sag euch ehrlich, ich hoffe, das wird nicht passieren. So geil Luis Suarez als Fußballer auch war und auch immer noch ist, er ist mittlerweile 35 Jahre alt und hat in der letzten Saison gerade stark abgebaut. Klar sind ein Tor und ein Assist alle 131 Minuten immer noch eine starke Quote, aber den Großteil davon hat er am Anfang der letzten Saison erzielt. 7 Tore und 2 Vorlagen hatte er nach 13 Spielen, aber in den restlichen 25 Spielen kamen gerade mal 4 Tore und eine Vorlage dazu. Und es ist nicht mal nur das, was mich abschrecken würde. Mein Problem ist eher, dass wir ein Backup für Dusan Vlahovic suchen, damit der Junge hier und da mal durchschnaufen kann. Und da dann einen Spieler zu verpflichten, der 6 Millionen Euro pro Saison fordert, wäre meiner Meinung nach falsch. Ablösefrei hin oder her. Da würde ich lieber einen Luis Muriel bei uns sehen, der die letzten Jahre bei Atalanta komplett abgeliefert hat und meistens von der Bank aus sogar. Die letzte Saison war für Atalanta nicht so gut und man ist hinter den Erwartungen geblieben, aber Muriel hat dennoch 9 Tore und 9 Vorlagen in 25 Spielen beigesteuert. Insgesamt also eine Torbeteiligung alle 86 Minuten. Er würde zwar eine Ablöse kosten, die Rede ist hier von 15 bis 20 Millionen Euro, die man vielleicht noch etwas drücken könnte, dafür würde er aber deutlich weniger Gehalt in Anspruch nehmen als Suarez. Und mit 31 Jahren ist er noch nicht allzu alt. Sprich, man könnte ihm locker einen 3-Jahres-Vertrag anbieten und in der Zeit könnte man zum Beispiel Caio Jorge richtig aufbauen, der ja sowieso kommende Saison innerhalb der Serie A verliehen werden soll. Ein weiterer Kandidat auf der Liste von Juve wäre Giovanni Simeone. Und auch wenn ich nicht der größte Fan des Argentiniers bin, wäre er mir deutlich lieber als Suarez. Simeone hat seine Momente, in denen ist er wirklich, wirklich phänomenal, aber leider fehlt ihm bislang immer so ein bisschen die Konstanz. Aber mit 26 Jahren ist er noch jung und kann sich entwickeln. Außerdem hätte er durch sein Alter immerhin noch einen Wiederverkaufswert, sollte er nicht funktionieren oder sollte man in 2 bis 3 Jahren anders planen, würde man also definitiv noch Geld bekommen. Und der Kerl wird gehaltstechnisch jetzt nicht so viel kosten. Die Ablöse soll hier ebenfalls bei knapp 15 Millionen Euro liegen. Aber eine letzte Idee für dieses Video ist zugegebenermaßen eher etwas Wunschdenken und wäre vielleicht etwas riskant, aber wieso nicht Giacomo Brioni die Chance geben? Der Kerl hat vergangene Saison in Österreich gezeigt, was er kann. 19 Tore und 5 Vorlagen in 28 Spielen haben gereicht, um Torschützenkönig zu werden. Und das mit einem Team, das nichts irgendwie mit der Meisterschaft zu tun hat oder sonstiges, sondern eher im Mittelfeld rumdümpelt. Sprich, er hat nicht so viele Chancen und nicht so gute Mitspieler gehabt, wie man es zum Beispiel in Salzburg hat. Der Albaner hat noch bis 2024 Vertrag bei Juventus und man würde sich eine Ablöse sparen und könnte das Geld in andere Mannschaftsteile investieren. Auch wenn ich das Szenario für am wenigsten realistisch halte, sollte man zumindest darüber nachdenken, finde ich. Aber was meint ihr? Wer sollte nächste Saison der Backup für Dusan Vlahovic werden? Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst gerne ein kostenloses Abo und ein Like da, um den Kanal zu unterstützen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Macht's gut. Haltet die Ohren steif und ciao, ciao.